Hallo und willkommen zum Erklärungsvideo zum gestrigen Video, dem April-Scherz-Video natürlich. Es ist vollkommen klar, wenn jemand sagt, am 1. April sagt, dass Minecraft eine neue Funktion hat, es ist immer ein April-Scherz. Aber ich wollte erklären, wie ich das tatsächlich gemacht habe, denn das ist ganz interessant, finde ich, mit den Kommandoblöcken, was ich da alles gemacht habe. Zunächst mal, hier steht Enderperle und es sieht auch aus wie eine Enderperle und alles. Allerdings, wenn ich hier mal die Tooltips, die Advanced Tooltips anstelle, dann sieht man hier Minecraft Snowball. Das liegt daran, dass ich hier ein Source Pack habe, das habe ich jetzt einmal April genannt, und da steht Schneeball, da steht Schneeball zu Enderperle. Das liegt daran, dass ich hier, das habe ich auf eingegeben, aber April, dann, was jetzt, Minecraft, habe ich einmal Textures gemacht, und zwar vom Item Snowball von PNG habe ich einfach das von der Enderperle genommen. Ich habe jetzt normal Facehold drunter, weil es halt, ob ich das genommen habe, konnte ich leider kopieren und so weiter. Egal. So, und hier nochmal bei lang, en-us.lang. Und der öffnet es im Standard-Editor. Warum auch immer. Enderperl. Weitersuchen. So. Jetzt hat er hier item.snowball.name equals Enderperl. Ich glaube, ich hätte noch ein paar von Zeug hier wegnehmen können, aber ich wollte mal nicht riskieren, nicht, dass es am Ende funktioniert. Und enderperl.name ist natürlich auch enderperl. Ja. Das ist halt das kleine Ressource-Pack, das ich hier habe, damit es halt so aussieht wie in der Falle. Aber allein davon würde er erstmal nur einen Schneeball werfen. Dann gibt es nochmal. Spawn Chunks, habe ich praktischerweise auf 000 gesehen. Da habe ich hier habe ich ein paar Kommandoblöcke, die laufen. Ich habe hier ein paar mehr Kommandoblöcke. Diese hier fügen erstmal jedem Schneeball, der die Schneeball halt fliegt, bei N1 halt den Wert 1 hinzu. Das heißt, im ersten Tick ist dann 1, im zweiten Tick 2 und so will quasi halt das Alter des Schneeballs dann angeben. Dann den Schneeball maximal in das ganze Score 1 darin hat, also das gerade nur erzeugt wurde, das und zwar irgendwo in den Kommandoblöcken drin, ist aber vollkommen egal, weil es gleich darauf wieder wegteleportiert wird. Und mit hier ist der große Trick quasi da drin: Owner Name Faro Gaming, so heiße ich in Minecraft noch, und habe mich noch nicht umbenannt zu meinem YouTube-Namen, egal. Man kann halt eingeben, wer der angebliche Werfer von dieser Enderperle ist. Und da, wenn man das macht, ist natürlich klar, dass dann man teleportiert wird. So, wenn. Und dann halt, man teleportiert, also wird die Enderperle in jedem Tick zu dem Schneeball teleportiert. Man kann die Richtung nicht mit angeben lassen, deswegen fällt die auch immer so runter. Oh, das ist eine Enderperle. Das habe ich nämlich auch im Video gemacht. Ich habe mir eine echte Enderperle genommen, um da halt das Cooldown zu zeigen und dann halt nochmal einen Schneeball im Inventar gehabt, um halt den Dispenser zu befüllen. Und hier sieht man halt, wie es theoretisch ist, runterfällt. Naja, man sieht es nicht genau, dazu ist dann doch wieder ein bisschen zu gut quasi ständige Teleportation. Und dann zu einem zufälligen Schneeball, in dem Fall gibt es nur einen fliegenden Schneeball in der Welt. So. Dann gibt es nochmal einen zweiten Teil, und zwar hier so, ich stecke im Boden, dieses sogenannte Insta-Wire. Fuck, oh, jetzt habe ich es ausgelöst. Ich bin sehr schlau. Dabei, ich habe ja halt so getan, als würde das die ganzen 500.000 Blöcke in X-Richtung und 100.000 Blöcke in Y-Richtung alle halt da lang gebaut sein, aber es hört hier auf. Es funktioniert auch gar nicht, weil die Chunks nicht alle geladen sind. Man sieht sogar hier, wo die Grenze ist, zu den geladenen Chunks. Aus irgendwo entsteht dann nämlich hier so ein Lichtbug. Und ja, deswegen hört es einfach irgendwo auf. Und wenn ich bei den 0 Koordinaten bin, hier ist das andere Ende quasi. Nein. So. Dann fängt das halt so hier quasi im Nichts an. Und jetzt wollte ich nochmal. So. Und wie das in Wirklichkeit ausgelöst wird, ist halt das hier. Ach, es laggt wirklich schlimm. Ich muss meinen PC wieder zum Laufen kriegen, dann laggt es wieder weniger. Ich nehme halt gerade auf dem Laptop auf. Das
getestet, ob wir auch mit Testformen können, Conditional Befehlsprünge bekommen. Die Koordinaten, wo die sensibel sind, direkt wieder rein. Ob da ein Heal ist, mit einer Ausrichtung und halt aktiviert. Und wenn das so ist, dann setzt er an der entsprechenden Stelle einen Redstone Block. Und kann ich das noch, kann ich mal kurz machen. Wupp, vierter Hebel. Nein, ich wollte mich zu 0-0 teleportieren. Danke sehr. Jetzt seht ihr hier einen Redstone-Block, der wurde eben gesetzt. Also alles, was hier ist, bewegt sich überhaupt nie. So. Dann wird halt die Fackel hier deaktiviert und wenn halt der entsprechende Hebel wieder in einer anderen Einstellung ist, das ist hier die Daten 1, dann setzt man an der gleichen Stelle einen Luftblock. Das heißt, dann wird die Fackel hier aktiviert, der Dispenser wird aktiviert, hat auch wieder Fake-Enderperlen drin und teleportiert mich hier nach unten. Das ist im Prinzip alles, was schon steckt. Und halt ja, als ich immer die Ausrichtung von dem Ding verändert habe, was hier oben steht, da habe ich dann halt immer nachgefüllt mit dem, was ich im Inventar hatte, das waren halt wieder die Fake-Enderperlen, das wären die richtigen, die wirklich funktionieren. Und ja, natürlich weiterhin, wenn ich hier, um es nochmal endgültig zu sagen, wenn ich hier normale Enderperlen reintue, das ist alles, was passiert. Und, ja. Gut, jetzt bin ich sonst wo und weiß nicht mehr, wo ich bin. Schön. Dann würde ich sagen, beende ich hiermit das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid nicht zu verärgert, dass diese Funktion nicht wirklich existiert. Aber es müsste halt wirklich mit jedem einzelnen Redstone-Ding halt wissen. Oh, ich habe die volle Kamera hier aktiviert. So. Müsste halt wirklich jedes Redstone-Bestandteil wissen, wer es gerade zuletzt aktiviert hat und. Das kann man manchmal gar nicht wissen, wenn irgendwie ein Schwein auf einer Wirtschaftswelt läuft, soll das dann teleportiert werden, das wäre ja albern. Und ja, allerdings, möglicherweise, wenn es das eines Tages geben sollte, könnte man natürlich eigentlich mit anfangen. Aber ich bezweifle, dass das in naher Zukunft funktionieren wird.